Yo, meine lieben Freunde, damit willkommen zurück zu einem neuen One Piece Video oder besser gesagt zu einem neuen One Piece Treasure Cruise Video. Ist mal wieder Zeit für ein neues Summon, beziehungsweise wir ziehen ein paar neue Charaktere. Denn es gibt ein neues Sugo-Fest und in diesem Sugo-Fest kann man eben Jinbei und Marco ziehen. Auf jeden Fall zwei geniale Charaktere in den One Piece Games als auch im Anime, beziehungsweise Manga. Auf jeden Fall zwei ziemlich coole Charaktere. Und ich will mich auch nochmal bedanken für das ganze Feedback vom ersten Part. Freut mich auf jeden Fall, dass das Video bzw. das Format gut bei euch angekommen ist. Wenn ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, könnt ihr natürlich gerne reinschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, dass wir jetzt diesmal zu Beginn ein kleines Single Summon machen. Und später wird es für 50 Rainbow Gems ein Multi Summon geben. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Sugo-Fest und wir schauen auf jeden Fall mal, was wir ziehen werden. Ich hoffe natürlich, das Glück ist auf unserer Seite und wie gesagt, wir beginnen mit einem Single-Summon für 5 Rainbow Gems. Hoffentlich ziehen wir was Gutes. Ich denke zwar nicht, dass wir Marco oder Jinbei ziehen werden aus dem Banner. Ja, wir schauen einfach mal. Ja, okay, es ist schon mal kein Gold, das heißt, ja, wir haben Chopper bekommen. Naja, es geht. Chopper ist zwar cool, aber ja, wäre natürlich besser gewesen, wenn wir einen krasseren Charakter gezogen hätten. Aber wie gesagt, ein kleines Summon zu Beginn und jetzt beginnen wir mit dem großen Summon. Und ich hoffe, wir ziehen jetzt was richtig Gutes, hoffentlich. Beim letzten Video habe ich ja Falkenauge gezogen und dann habe ich erst später erfahren, dass es ein legendärer Charakter ist und ist auf jeden Fall nice, ich habe es nicht gewusst. Und wir haben viele Gold, aber auch sehr viele Silber-Charaktere. Okay, what the fuck, Zorro. Aber der ist irgendwie verkehrt herum, ist auf jeden Fall in seiner Attacke oder so. 4 Sterne Zorro. Ja, Vivi. Nicht schlecht, aber brauche ich nicht wirklich. Sugar. Nice. Ich weiß gar nicht, war die auf dem Banner eigentlich drauf? Die ist auch nice, Sugar. Lysop schon wieder. Ich glaube, Lysop habe ich echt am meisten bis jetzt. Ach, nice. Krokus. Cool. Finde ich auch cool, dass die solche Charaktere mitten in das Spiel einbezogen haben. Also solche Oldschool-Characters. Bonchan. Oder Mr. Two. Den Zorro haben wir auch schon mal gehabt. Und ah, wie hieß der nochmal? Izuma? Irgendwas mit I. So viel weiß ich noch. Ist auf jeden Fall jemand von der Revolutionsarmee. Sollte man nicht... Ja genau, Inazuma. Jetzt haben wir es. Auch ein cooler Charakter. Mit einer coolen Teufelsfrucht. Sanji. I am Mr. Prince. Jetzt wissen wir auch, warum er Mr. Prince ist. Oder er sich früher so genannt hat. Auf jeden Fall cool. Und Nami. Nicht schlecht. Aber Leute, wie es aussieht, haben wir keinen... Ja, wir haben keinen... Obwohl, warte... Ja, schon wieder Vivi. Oh. Ja, nice, Vivi. Hä, das ist sogar... Hä? So eine 5-Sterne-Vivi? Keine Ahnung, Leute, ob die gut ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für eine Vivi ist. Sollte ich die in mein Team tun? Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall von diesem kleinen Summon-Video zu dem Sugo-Fest von Marco und Jinbei. Leider habe ich die zwei Charaktere nicht gezogen. Leider. Aber es war auf jeden Fall nicht das letzte Sugo-Fest und ich habe jetzt auch noch um die circa 50 Rainbow Gems. Also ich spare da weiter an und bei dem nächsten Sugo-Fest wird es natürlich auch nochmal ein Video dazu geben. Wie gesagt, wenn das Projekt euch gefällt oder die Videos, lasst doch gerne eine positive Bewertung da oder lasst gerne Feedback in den Kommentaren da und schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, ist diese Vivi, die ich gezogen habe, ein guter Charakter oder nicht? Schreibt es auch gerne in die Kommentare und ja, natürlich könnt ihr mich jederzeit adden, den Freundescode werdet ihr auch finden. Ansonsten war es das auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.